Liebe Zuhörende von Radio Tell, mein Name ist Simea Schwab, ich lebe in Kerzers und bin freiberufliche Theologin. Vor einiger Zeit habe ich eine Verfilmung vom Leo Tolstois Buch «Krieg und Frieden» geschaut. Dort gibt es eine Szene, wo einer der Hauptfiguren während dem Napoleonischen Krieg in die Gefangenschaft geratet und dort auf einen Mitgefangenen trifft, der mit ihm einen geschwellten Herdöpfel teilt. Der Piotr, der Graf, will seine Teile sofort verschlingen, weil er so Hunger hat. Doch der Anger hält ihn zurück, gibt ihm ein bisschen Salz und lehrt ihn, das kleine bisschen Essen langsam zu geniessen. Hier in der Schweiz kennen wir seit Jahrhunderten den Frieden. Krieg kennen wir nur von den Berichten in der Presse und von Bildern am Fernsehen. Aber in vielen anderen Ländern dieser Welt kennen die Leute fast nur den Krieg und flüchten sich auch zu uns. Wir haben sehr viel mehr als nur einen geschwellten Herdöpfel zu teilen. Möge Gott unsere Bereitschaft zu teilen stärken. Ich wünsche euch eine gute Zeit.